Hallo und willkommen zu meiner siebten Manga-Review, glaube ich, ist das jetzt. Ich habe mir heute den Manga Last Exit Love genommen und wollte einfach mal ein bisschen über ihn reden, denn das ist das neueste Werk von Mayu Sakai, einer meiner absoluten Lieblings-Mangakas und ja, auch einer meiner persönlichen I Love Shoujo Queen. Und ja, sie hat davor Sugar Solidar in Deutschland rausgebracht, was ich einen sehr, sehr guten Manga fand, der leider aber also am Ende immer schlechter wurde, leider ab Band 8. Dann verließ mich das Ganze so ein bisschen. Ich hoffe, dass dieses bei der Reihe nicht passiert. Und davor natürlich noch ihre Reihe Momo Little Devil. Die ist ja auch vor kurzem in diesen drei großen Sammelbänden, glaube ich, rausgekommen. Naja, vor kurzem, vor einem Jahr ungefähr. Und ja, jetzt hat sie endlich einen neuen Manga rausbekommen und das ist Last Exit Love. Und was mir bei dem Manga aufgefallen ist, er hat wirklich Ähnlichkeiten, teils mit Sugar Solidar, vor allem was den Zeichenstil angeht. Aber das ist einfach Mayu Sakai, deswegen stört mich das aber auch gar nicht. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an, euch ein bisschen was über die Geschichte zu erzählen. Und zwar geht es in Last Exit Love um die junge Saburo. Sie ist 15 Jahre alt, hat zwei ältere Brüder, die sie tierisch nerven, denn sie erlauben ihr eigentlich fast gar nichts. Wie große Beschützer sind sie. Sie darf abends nicht lange rausbleiben und hat auch sonst nicht wirklich viel Freizeit. Aber dann lernt sie den jungen Arata kennen, Namen eben. Der ist eben ganz anders und zwar total verrückt, macht eben alles, wozu er Lust hat und lebt irgendwie so in den Tag hinein. Ist auch irgendwie der Clown der Klasse, aber trotzdem ist er eben beliebt. Und ja, die beiden lernen sich eben kennen durch die sehr witzige Umstände. Und sie lernt ein bisschen von ihm, dass sie eben freier leben soll, dass sie mal ihre eigenen Entscheidungen treffen soll. Und das geht natürlich ihren beiden großen Brüdern absolut nicht. Klar, denn die sind ja auch so ein bisschen beschützermäßig. Und dann stehen immer ganz witzige Szenen zwischen den Brüdern und eben Atara. Und ja, das war eigentlich so die Grundstory. Ich hoffe, ich habe das Ganze nicht zu verwirrend erklärt, aber ich finde es eigentlich so ganz passend. Und ja, ich zeige euch einfach mal kurz den Zeichenstil. Als erstes haben wir hier natürlich die I Love Shoujo-Karte, die diesmal dabei war, Last Exit Love. Und hier sieht man einmal unsere Saburo. Und hinten steht da noch ein bisschen was drauf. Ja, ein paar Infos über Mayu Sakai, geboren am 7. Januar, Sternzeichen Steinbock und Blutgruppe. Ah, ich finde das immer so lustig mit dieser Blutgruppe. Ich verstehe das gar nicht, warum die das immer draufschreiben, weil ich weiß meine eigene gar nicht. Und ja, Last Exit Love, hier hätten wir eben einmal das Cover. Hier steht einmal dort, ich will mich verlieben, aber nicht in dich. Und hier das Cover. Und dann innen drin haben wir auch noch so wunderschöne Farbseiten, die einfach auch wieder Mayu Sakai-mäßig sind. War noch immer ein Sugar Solidar total schön. Und ja, ich zeige euch einfach mal ein bisschen den Zeichenstil. Das wären eben ihre beiden Brüder. Das ist Sabura. Ich hoffe, der Name wird wirklich so ausgesprochen. Und hier hätten wir dann eben Atara. Und ja, man sieht schon erst ein bisschen der Chaot mit seinen Haaren und allem, aber einfach auch total niedlich. Also ich mag den persönlich sehr gerne. Und ja, das Ganze ist Kategorie Romanze 13 Plus und kostet 6,50. Und ja, ich kann das wirklich jedem empfehlen. Also der ist wirklich wieder total schön und ich freue mich auch, dass Tokyopop den rausgebracht hat in Deutschland, obwohl es mich auch gewundert hätte, weil es ja ganz viele Mayu Sakai-Fans da draußen gibt. Und ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren zu Last Exit Love. Ich kann ihn euch nur wahnsinnig empfehlen. Ich finde ihn richtig gut. Ich habe mich an manchen Stellen so richtig zu Tode gelacht, was wirklich selten ist aktuell. Und ich war auch wirklich gefesselt von der Geschichte und freue mich schon auf den zweiten, was auch zurzeit selten ist, da ich zurzeit in so einer Leseflaute bin. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.